Mit dem Tod bleiben oft zahlreiche Fragen offen. Meist gilt es auch, den Nachlass des Verstorbenen zu regeln. Gut beraten ist der, der bereits zu Lebzeiten alles geregelt hat. Man kann zu Lebzeiten im Rahmen einer letztwilligen Verfügung, die entweder ein Testament sein kann oder die auch als Erbvertrag ausgestaltet sein kann, sehr viel regeln. Man kann an sich alle Fragen, die das Vermögen, aber auch andere Dinge angehen, in einer letztwilligen Verfügung zusammenfassen und dafür Bestimmungen treffen. In ein Testament kann alles reingeschrieben werden. Ob es später wirksam ist und zum Tragen kommt, ist eine andere Frage. Ja, also ich kann mich erinnern, das war, glaube ich, nicht in unserem Gericht, dass eine Dame ihr Vermögen bestimmten Katzen hinterlassen hat. Ein solches Testament würde dahingehend ausgelegt werden, dass das Vermögen dann ein Tierheim bekommt oder eine Tierschutzvereinigung. Man muss dann sehen, ob es dafür Anhaltspunkte gibt, die sich aus dem Testament ergeben. Der Leiter des Riesaer Amtsgerichtes, Richter Herbert Zapf, ist Spezialist in Sachen Erbrecht. Das Amtsgericht Riesa ist für das Ausstellen von Erbscheinen zuständig. Ein Erbschein wird benötigt in erster Linie dann, wenn das Erbrecht dritten Stellen gegenüber nachgewiesen werden muss. Das heißt in erster Linie natürlich gegenüber Banken und Versicherungen, darüber hinaus aber beispielsweise auch in den Fällen, in denen zur Erbmasse ein Grundstück gehört, gegenüber dem Grundbuchamt, das ja auch dann gegebenenfalls im Haus des zuständigen Amtsgerichts ist, wenn das Grundstück dort belegen ist. Man sollte sich eben schon früh um die Regelung der wichtigsten Angelegenheiten kümmern. Damit ist so mancher Familienstreit zu umgehen.